Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich den Lesemonat Juni für euch und im Juni wurden es insgesamt 7 Bücher. 5 davon habe ich hier in Printform und 2 davon waren E-Books. Ich würde sagen, wir starten direkt mal mit dem ersten Buch. Ich wollte gerade sagen mit den E-Books, aber da haben wir heute eine kleine Besonderheit, deshalb machen wir die ausnahmsweise heute mal am Schluss, weil ich zu dem einen Buch noch was ganz, ganz, ganz Bestimmtes sagen möchte. Und ja, das heben wir uns für den Schluss vom Video auf. Wir starten jetzt mit dem ersten Printbuch, das ich gelesen habe und das war The Extraordinaries, die Außergewöhnlichen von T.J. Klune. Wer meinen Kanal schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass ich den Autor sehr, sehr gerne mag, weil er einfach so außergewöhnliche Geschichten schreibt. Ich kenne tatsächlich niemanden, der schreibt wie er. Ich meine, das macht Sinn, jeder ist einzigartig, aber seine Geschichten haben irgendwie nochmal immer so das gewisse Extra und das gewisse Etwas, was ich in anderen Büchern so noch nicht entdeckt habe. Hier begleiten wir einen Teenager, der Nick Bell heißt. Er lebt in einer Stadt, in der es Superhelden gibt und er ist heimlich verliebt in einen dieser Superhelden und zwar in Shadow Star. Eines Nachts wird er in einer dunklen Gasse überfallen und wird von keinem Geringeren als seinem Idol gerettet. Und für ihn gibt es einfach nur Shadow Star und er schneidet sämtliche Zeitungsartikel, Schnipsel aus, wo dieser Superheld erwähnt wird und er baut sich Collagen und ist wirklich da voll into it. Hat mich so ein bisschen an meine Teenagerzeit erinnert, als ich jeden Schnipsel von den Backstreet Boys oder von damals dann B3 oder so ausgeschnitten habe und gesammelt habe. Insgesamt hat er mich dann aber doch mit seiner Obsession ein bisschen genervt oder mit seinem Verhalten, weil ich das ganz oft nicht nachvollziehen konnte. Das war mir dann auch zu kindisch und das hat mir so leid getan, weil ich T.J. Klune echt super gerne mag, aber auch leider sagen muss, dass das bisher das schwächste Buch ist, das ich von ihm gelesen habe. Ich habe zwischendurch auch ein bisschen mit Ivy drüber gequatscht und die war echt kurz davor, es abzubrechen oder hat es abgebrochen. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich glaube sogar, sie hat es abgebrochen. Muss ich aber nochmal fragen. Auf jeden Fall ist Ivy nochmal auch ein riesen T.J. Klune-Fan und ja, die ganze Thematik mit den Superhelden war zwar mega witzig und auch spannend, gab auch einige Plot-Twists und Dinge, die man so nicht hat kommen sehen, aber insgesamt war es mir teilweise zu flach, teilweise trotz Plot-Twists, die man nicht hat kommen sehen, an anderen Stellen doch zu vorhersehbar. Ja, keine Ahnung, irgendwie konnte es mich nicht so ganz überzeugen. Und das ist sehr, sehr schade. Ich hatte Band 2 nämlich auch schon auf der Wunschliste und Band 3 auch. Und nachdem ich das hier beendet habe, war irgendwie für mich klar, dass ich die Reihe nicht weiterlesen werde. Hier seht ihr übrigens auch mal den zweiten und dritten Band. So sehen die aus. Und der ist schon erschienen und der erscheint, glaube ich, irgendwann im Herbst, wenn ich jetzt nicht mich ganz täusche. Dann habe ich im Juni ein ganz, ganz wundervolles Buch gelesen von einer Autorin, die mich schon mit ihren beiden Dystopien sehr begeistern konnte und die sich langsam zu einer meiner liebsten Autorinnen mausert. Und zwar ist das Franzi Kopka. Sie hat jetzt im Hause KISS das erste Mal einen, ja ich nenne es mal New Adult Romance Roman auf den Markt gebracht. Wie gesagt, ihre beiden anderen Dilogien waren beides Dystopien im Hause Fischer. Ja, hier das Ganze hat sie bei KISS rausgebracht und als Teil der KISS-Crew habe ich natürlich gesagt, hey, muss ich haben, muss ich lesen und habe es tatsächlich auch irgendwie schon so anderthalb Wochen vor Release bekommen, sodass ich rund um den Release auch direkt die Rezension raushauen konnte. Ich habe ja damals schon gesagt, ich werde im Lesemonat Juni darüber berichten und was soll ich sagen, es ist einfach wieder ein Buch von ihr, das mich absolut überzeugen konnte. Ich habe es von Seite 1 bis Seite, wie viele Seiten hat das Buch? 477 geliebt. Jetzt ist der Hund schon wieder aufgestanden und geht was trinken. Ich weiß nicht, warum sie das immer machen muss, wenn ich am Drehen bin. Ganz oft kriegt ihr das gar nicht mit, weil ich es dann rausgeschnitten habe, aber
dieser Hund hat ein Talent, immer genau dann hier übers Laminat zu tipseln, wo sie vorher 2 Stunden brav im Korb gelegen hat. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Machen wir mal weiter mit Cozy Secrets. Ich erzähle euch nämlich jetzt, um was es geht. Wir begleiten die Kriminalautorin Ray. Sie hat ein, ich sag mal, relativ gestörtes, aber doch liebevolles Verhältnis zu ihrer Großmutter. Diese ist ein bisschen störrisch. Sie hat manchmal so die Angewohnheit, von heute auf morgen irgendwo hinzufahren. Keiner weiß, wo sie ist. Und dann schickt sie irgendwie eine Postkarte von Honolulu, von Timbuktu, von keine Ahnung wo und sagt, ja, ich bin da jetzt gerade. Und ja, meldet sich aber irgendwie bei niemandem ab. Und es wundert sich eigentlich schon gar keiner mehr. Und eines Tages kriegt Ray den Anruf von 2 Freundinnen ihrer Großmutter, dass diese nicht auffindbar wäre, dass diese verschwunden wäre. Aber Ray denkt sich so, ach, die wird wieder auf einer ihrer Reisen sein, macht euch da mal keinen Kopf. Aber die Freundinnen sagen ihr, nein, irgendwie ist es diesmal anders. Deshalb macht sich Ray auf den Weg zum Haus ihrer Großmutter. Und ja, in diesem Städtchen kennt halt auch irgendwie jeder jeden. Und es gibt super viel Klatsch und Tratsch. Und es ist halt so ein kleines Dörfchen, wo Gossip ganz, ganz schnell die Runde macht. Ja, irgendwie stellt sich sehr schnell raus, dass diesmal wirklich etwas anders ist und dass ihre Großmutter sehr, sehr viele Geheimnisse vor ihr hat, die sie so nach und nach aufdeckt. Mehr oder weniger recht unterhaltsam, das Ganze. Ja, und dann gibt's da noch Archer, mit dem sie früher mal zusammen war und der immer noch im Dörfchen lebt. Und mit dem gerät sie natürlich auch immer mal wieder aneinander, bis die beiden dann beschließen, gemeinsame Sache zu machen und sich auf die Suche nach der Großmutter machen. Alles super witzig, es ist irgendwie ein total schöner Mix aus Romance und Crime und eigentlich auch ein bisschen Komödie, weil Franzi da sehr, sehr viel Humor mit hat einfließen lassen. Ich habe sehr, sehr oft lachen müssen, gerade auch über Ray, die für mich eine super geniale Protagonistin war. Alles in allem ganz, ganz große Empfehlung. Wie gesagt, ich mag Franzi unheimlich gern, ich mag ihre Bücher unheimlich gern und würde sie da wirklich auf meine Liste setzen. Von ihr kaufe ich alles, ohne zu wissen, um was es geht. Das nächste Buch wollte ich eigentlich unbedingt in meinem Urlaub lesen, als ich in Mallorca war, weil es sich um 3 Kurzgeschichten rund um das Thema Flughafen handelt. Leider habe ich es aber im Urlaub gar nicht geschafft, es zu lesen, weil ich die ganze Zeit an meinen 2 E-Books gehangen habe. Ich rede von Liebe und andere Verzögerungen. 3 Geschichten, die das Warten verkürzen. Alle 3 haben mir sehr, sehr gut gefallen. Alle 3 waren auf ihre Art und Weise unterschiedlich und ich bin ja normalerweise gar nicht so der Kurzgeschichten-Fan, aber die hier konnten mich irgendwie überzeugen, jede auf ihre Weise, dass ich wirklich das Buch dann nach meinem Urlaub innerhalb von, ich glaube, 3 Tagen durch hatte. Also ich hatte quasi jeden Abend eine der Geschichten gelesen. In der ersten geht es um Ollie Wright. Sie hat eine kleine, ja, Tierservice, so ein Hundesalon, nenne ich es mal, oder Tiersalon auf dem Flughafen. Das ist irgendwie ein bisschen schwer zu erklären. Ja, sie kümmert sich quasi um Hunde, Katzen, was auch immer die Leute mitbringen, Frettchen. Macht die nochmal schick vor dem Flug und dann können die Besitzer sie wieder abholen. Und auf dem Flughafen gibt es einen Menschen, der jeden Dienstag aus der Maschine von keine Ahnung wo steigt und vor ihrem Laden quasi in der nächsten Schlange steht für nochmal heimzufliegen oder sie weiß nicht, wohin er jeden Dienstag fliegt. Ja, auf jeden Fall findet sie ihn sehr attraktiv und eines Tages, ja, connecten sich die beiden auf dem Flughafen, weil ihr ein Hund abhaut quasi und er ihn einfängt. Die beiden lernen sich besser kennen und haben irgendwie so super lustige Flughafendates und irgendwie hat es total Spaß gemacht, den beiden zuzugucken. In Geschichte 2 geht es um Bennets beste Freundin. Also Bennet ist dieser besagte Typ aus Geschichte 1. Gia, die wir auch schon in der ersten Geschichte kennenlernen, die eine heiße Silvesternacht mit jemandem verbringt, der dann später sich als der neue Arbeitskollege rausstellt, der
online immer ihre ganze Arbeit kritisiert und zerpflückt. Die beiden waren auch mega witzig zusammen, weil beide sehr, sehr schlagfertig sind und auch einen teilweise düsteren Humor haben, wobei ich eigentlich sagen muss, dass Felix eigentlich gar keinen Humor hat, zumindest keinen, den er rauslässt. Aber wenn er dann mal versucht, witzig zu sein, dann war es sehr, sehr düster und auch sehr, sehr unterhaltsam. Und in Geschichte 3 geht es um Tegan und Silas. Und sie finden einen Liebesbrief am Flughafen und haben dann aber irgendwie nur so ein paar Tage Zeit, den wieder zurückzugeben, weil Tegan dann auf Weltreise geht. Und da wird Silas natürlich in der Geschichte nochmal auf die Probe gestellt. Wenn man so das Gefühl hat, jetzt ist bald jemand weg, den man eigentlich sehr, sehr gerne mag, gibt man sich dann selbst einen Ruck und traut sich, zu seinen Gefühlen zu stehen, oder lässt man die Person ziehen. Drei Geschichten, dreimal Dinge, die auf Flughafen passieren können, und wahrscheinlich hätte man noch 50 andere Flughafengeschichten schreiben können. Flughafen, da werden die besten Geschichten geschrieben, hat mir mal jemand gesagt. Am Flughafen. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam. Jetzt keine tiefgründige Lektüre, nichts, was jetzt ewig in meinem Kopf rumspuken wird, aber lustig zu lesen. Und ich denke, so als Sommerlektüre für einen Pool, für ein Schwimmbad, für einen Strand, für einen Garten, sehr, sehr unterhaltsam. Das nächste Buch hat ein bisschen länger hier bei mir gelegen, weil es einfach so ein Riesenschinken ist und ich mir einfach Zeit dafür nehmen wollte, weil ich Band 1 bis 4 schon sehr, 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 sehr gerne gelesen habe. Jetzt kam im Juni Band 5 raus, The Darkest Gold, Die Rebellen. Eigentlich sollten es ja auch nur 5 Bände werden, deshalb ist der hier auch so extrem weiß. Also der erste ist irgendwie, das habe ich im letzten Video schon gezeigt, ist schwarz und wird dann immer dunkelgrau, mittelgrau, weißgrau, und der letzte sollte eigentlich der 5. sein, der ist jetzt weiß. Es gibt jetzt allerdings eine Neuerung, es wird nämlich ein 6. Band noch kommen und der ist auch weiß, hat aber dafür ein paar weniger Goldelemente, sodass er wirklich noch weißer wirkt. Ja, einfach eine Reihe, die ich abgöttisch liebe und die auch echt Potenzial hat, eine meiner favorisierten Reihen im Bereich Fantasy zu werden. Insgesamt geht es, ich kann euch jetzt natürlich nicht so viel über Band 5 verraten, ich meine, in Band 1 bis 4 passiert schon sehr, sehr viel, und das sollte man schon wissen, bevor man den 5. Band liest, weil es eben eine fortlaufende Reihe ist. Insgesamt kann ich einfach sagen, es geht um ein Mädchen, um Aureen. Ich habe es immer im Namen. Es geht um Aureen, die quasi goldene Haut hat, goldene Haare, goldene Lippen und die quasi die goldgeküsste Favoritin von König Midas ist. Er kann alles, was er anfasst, zu Gold verwandeln. So sagt man, so denkt man, und hält sie quasi in so einem Käfig gefangen. Obwohl er mit der Königin verheiratet ist, hat er sie als quasi, also im Buch nennen sie es Sättel, also er hat mehrere Geliebte, die er Sättel nennt, und sie ist eben seine Favoritin und da darf auch nur er dran, und alles sehr, sehr weird. In Band 1, wie gesagt, da steigt man direkt in so eine Orgie mit ein und der Leser denkt sich direkt, was ist das für eine Reihe? Aber wenn man das mal überwunden hat und weiter in die Geschichte eintaucht, dann wird das schon richtig, richtig gut. Und dieses Sättelthema, das ist auch irgendwie relativ schnell vom Tisch, sodass man sich auf die Hauptstory konzentrieren kann. Wir lernen, wer Aureen ist, was sie kann, was sie nicht kann. Wir lernen oder wir sehen, wie sie sich entwickelt, wie sie an Dingen wächst, und es macht einfach Spaß zu sehen, was das für eine Powerfrau ist. Ich habe gerade auch die Tage mit Evie drüber gesprochen und wir meinten halt auch, dass es uns ein bisschen an From Blood and Ash erinnert. Sie war da ein bisschen genervt von, dass jemand so hochgehypt wird als Protagonist. Ich fand die From Blood and Ash Reihe ja auch mega schön, auch wenn es im zwischenmenschlichen Bereich ein bisschen over the top war. Aber ja, ganz große Leseempfehlung,
diese Reihe. Ich habe auch gesehen, dass Maren die momentan absolut wegsuchtet. Also sie hat ja wirklich ganz lang nichts davon gelesen. Und ich glaube, jetzt hat sie in den letzten Wochen gefühlt Band 1 bis 5 hintereinander weggesuchtet. Also ja, sehr, sehr gute Reihe, wenn du auf Fantasy und düster und blutig teilweise und Krieg und Verderben stehst und Rache und ach ja. Einfach sehr, sehr viele Elemente drin, die spannend sind und die Spaß machen. Kommen wir jetzt zum letzten Printbuch, das ich diesen Monat gelesen habe, und das war Divine Rivals. Das hattet ihr ja bei meinem What I Read Next ausgewählt im Mai und auch nochmal im Juni, weil ich es im Mai einfach nicht geschafft habe zu lesen. Und jetzt habe ich es endlich gelesen, das heißt, mein What I Read Next Juni wurde erfüllt. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich es gelesen habe, habe mir im Anschluss auch direkt schon Band 2 gekauft. Also erstmal noch nicht da, ich muss mal nachhören, wo der bleibt, weil eigentlich sollte Thalia doch den schon letzte Woche geliefert haben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich den Reihenauftakt sehr, sehr gerne gelesen. Es geht um Iris Winnow. Sie lebt mit ihrer Mutter zusammen in Cambria. Ich glaube, Cambria heißt der Ort. Muss noch mal gucken. Also hier steht die Götter von Cambria, also ich glaube, so ungefähr hieß der Ort. Ja, und arbeitet als Redakteurin in einer Tageszeitung und hat die Chance, Kolumnistin zu werden. Allerdings macht sie da die Rechnung ohne ihren Kontrahenten. Jetzt muss ich doch nochmal den Namen gucken. Er heißt... Roman Kidd, genau. Roman möchte nämlich auch Kolumnist werden und die beiden betteln sich so ein bisschen um diese Stelle. Iris lebt, wie gesagt, mit ihrer Mutter zusammen, die sehr, sehr stark alkoholabhängig ist. Ihr Bruder Forrest ist in den Krieg gezogen und sie schreibt auf ihrer alten Schreibmaschine immer Briefe an ihn. Und eines Tages findet sie ein Antwortschreiben auf einen ihrer Briefe und weiß nicht, wer ihr da geschrieben hat. Also sie denkt, sie hat einen magischen Kleiderschrank und wenn sie da einen Brief reinlegt, ist der dann verschwunden, natürlich. Und auf einmal kriegt sie Antwort auf ihre Briefe und fängt dann mit ihrem, ja, sie weiß nicht, wer es ist, ihrem Brieffreund an, immer weiter hin und her zu schreiben und erzählt ihm Dinge, die sie niemandem erzählt. Und als etwas in ihrem Leben passiert, beschließt sie, ihr komplettes Leben zu ändern und pfeift auf die Stelle und ja, zieht hinaus in die Welt, um Dinge zu tun. Ich kann jetzt nicht so genau drauf eingehen. Und ja, macht eine richtig schöne Entwicklung mit. Man denkt zwar manchmal, das Buch plätschert nur so vor sich hin. Also ich weiß auch zum Beispiel, dass Melissa es super langweilig fand und sagte, da passiert ja irgendwie nicht viel. Aber ich habe es super gern gelesen und muss mal die Hand wechseln, ist super schwer. Ich habe super gern gelesen und habe mich am Schluss auch echt selbst dafür gehasst, dass ich Band 2 noch nicht bestellt habe. Ich möchte ja nicht den Fehler machen, wie ich ihn sonst gemacht habe, wenn ich Band 1 noch nicht gelesen habe, direkt schon den zweiten bestellen. Der hier hat nämlich auch 24 € gekostet. Also es ist ein Hardcover und es ist halt nicht günstig. Und gerade bei sowas denke ich mir dann, nee, du gibst das Geld jetzt nicht aus, obwohl du Band 1 noch nicht gelesen hast und ich weiß, ob es dir gefällt. Aber wie gesagt, ich war, keine Ahnung, so bei den letzten 20% und da habe ich dann gesagt, nee, das werde ich heute oder morgen beenden und dann muss ich wissen, wie es weitergeht und jetzt macht Thalia nicht hin. Ich würde gerne weinen, weil mich die Geschichte echt fasziniert hat und gerade dieses Ende sehr, sehr zermürbend war. Nennen wir es einfach mal so. Kommen wir jetzt zu den beiden E-Books, die ich im Juni gelesen habe. Das erste war Of Gods and Dreams. Ich habe von der Autorin vorher noch gar nichts gelesen, deshalb war es absolutes Neuland für mich. Im Nachhinein muss ich auch sagen, dass sie einen sehr, sehr einfachen Schreibstil hat, ohne das jetzt irgendwie abwertend zu meinen, aber man kam super gut in die Geschichte rein und alles war erklärt, dass auch wirklich Teenager und Jugendliche das blind verstehen. Wir begleiten die 17-jährige Mali. Sie hat eine besondere Gabe, sie kann nämlich klar träumen. Das heißt, sie kann in ihren Träumen
Menschen sehen, die zum Beispiel gar nicht mehr leben. Sie kann an Orte gehen, wo sie noch nie war. Also es ist alles sehr, sehr aufregend, was nachts in ihrem Kopf passiert. Und eines Tages schleicht sich ein Gott in ihre Träume, der ihre Hilfe braucht, weil der Traumsand verschwunden ist. Das Ganze hat mich zum einen so ein bisschen an Kerstin Giers Silbertrilogie erinnert, weil es dort ja auch viel um Träumen geht oder um Dinge, die man in seinen Träumen tun kann. Hier wurde eben dieses Element mit dem Gott noch mit aufgenommen und sie reist auch mit ihm in die Unterwelt. Also es kommen sehr viele göttliche Elemente auch noch in dem Buch vor. Und das hat es für mich irgendwie nochmal, da hat irgendwie so das gewisse Etwas nochmal mitgebracht, weil ich ja so ein Fan dieser Götterthematik bin. Man merkt natürlich auch, dass es ein Young Adult Buch ist, dass es nicht, oder dass es sich einfach um 17-Jährige handelt und auch manchmal eben um Problematiken, die so eine 17-Jährige einfach hat. Sie geht Dinge einfach anders an, als ich es mit Mitte 30 tun würde. Und das ist auch völlig fein so. Es hat mich tatsächlich aber in diesem Buch nicht so gestört, wie jetzt zum Beispiel bei dem T.J. Klune Buch, das ich euch eben vorgestellt habe, weil ich hier irgendwie im Vorfeld wusste, auf was ich mich einlasse und das Ganze trotz kindlichen Protagonisten nicht ganz so kindlich war, wie jetzt eben The Extraordinaries. Alles in allem war es jetzt für mich auch kein großes Highlight. Es war super schön zu lesen und es hat Spaß gemacht. Aber ja, ich würde es vermutlich jetzt nicht nochmal lesen, weil ja, schön, aber weiter. Und dann kommen wir last but not least zum letzten Buch, das ich im Monat Juni gelesen habe. Und davon habe ich euch auch schon mal erzählt. Es ist nämlich ein Buch, das zwei liebe Freundinnen von mir geschrieben haben. What If We Fell in Love heißt das Ganze. Erscheint auch erst Ende Juli, ich glaube am 28. Juli. Es geht um eine taffe Bikerbraut und um einen etwas ruhigeren männlichen Protagonisten, um Cole. Und die beiden, ja, verbringen eine heiße Nacht zusammen und plötzlich stellen sie fest, dass der jeweils andere bald zur eigenen Familie gehören wird. Das ist so, sag ich mal, das Hauptthema des Buches. Ich habe auch überlegt, ob ich noch ein extra Video dazu mache, weiß allerdings nicht, ob ich es schaffen werde. Ich werde jetzt nicht so viel auf das Buch eingehen, inhaltlich, um einfach die Spannung noch ein bisschen zu halten und einfach noch, ja, die Möglichkeit zu haben, das Video noch zu drehen. Aber falls ich es nicht schaffe, möchte ich euch trotzdem heute das Buch wirklich ans Herz legen. Die Biker-Thematik war super toll. Es werden super viele Thropes verwendet, die ich mag. Eben dieses Forbidden Love, dann, dass diesmal eben die Frau die Taffe ist, dass sie ein Hobby ausübt, was eben so ein bisschen, ja, als Männerdomäne verschrien wird. Die beiden sind auch einfach mega cute zusammen. Aber ja, wie gesagt, ich versuche da noch ein extra Video zu drehen. Da muss ich mal mit Eileen und mit Yassi sprechen, ob wir da irgendwie zusammen was auf die Beine stellen können. Würde ich nämlich unheimlich gerne tun, weil ich die beiden auch gerne mag, weil ich das Buch geliebt habe. Also ich bin in der Blogger-Crew und ich werde mit ein paar anderen Bloggerinnen auf Instagram eine Blogtour zu dem Ganzen machen. Also wer mir noch nicht auf Instagram folgt, sollte das unbedingt tun, weil diese Blogtour wird richtig cool, damit dieses Buch da durch die Decke geht. Ja, dementsprechend werde ich jetzt nicht so viel auf das Ganze eingehen und euch einfach nur sagen, bestellt das Buch vor, kauft das Buch, lest das Buch und dankt mir später. Ihr Lieben, das waren schon alle Bücher, die ich im Juni gelesen habe. Es waren insgesamt 7 Stück. Die meisten konnten mich sehr, sehr begeistern. Ich packe sie euch wie immer unten in die Infobox. Da sind die Affiliate-Links zu Thalia und Amazon. Da könnt ihr nochmal durchgucken, wenn ihr euch eins genauer anschauen wollt. Ansonsten war es das jetzt von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!